ya ya. Makale burada, makale burada. Meine Damen und Herren, wir sind wieder zurück bei Oriental Night, und zwar die Evil Fight Night am 23. Oktober. Ja, das Ganze könnt ihr euch natürlich auch live vor Ort anschauen. Ihr müsst einfach nur anrufen, könnt Karten gewinnen bei uns. Einfach unter unserer Hotline 01378 98 98 03. Und Oktay Urkal war so lieb und nett, hat sogar außerdem Essensgutscheine, Restaurantbesuch, nennt man Restaurantgutscheine? Ja, ne? Restaurantgutscheine mitgebracht. Und zwar von La Madeira. Und ich glaube, vielleicht, wenn ihr Lust habt, könnt ihr zuerst zum Essen und dann geht ihr zum Boxabend. Zum Beispiel. Ja, kann das eine Möglichkeit. Auch. Es sei denn, vorher gehen wir alles wegmampfen. Dann habt ihr keine mehr. Na Quatsch. Das werden wir natürlich nicht tun. Apropos Essen. Was darf eigentlich ein Boxer immer essen und was muss er unterlassen? Frag ihn am besten selber. Er muss das Gericht, mache ich nicht mehr. Ja gut, also... Also in den letzten Wochen vermeide ich die Kohlenhydrate mehr, ehrlich gesagt. Aber so essen tun wir trotzdem noch ein bisschen normal. Aber Süßspeisen gibt es bestimmt gar nicht, das, oder? Das gar nicht mehr, ehrlich gesagt. So Cola und so weiter, die letzten Wochen, das also auch da man, nicht? Schmeckt mir nicht, deswegen mache ich das nicht, ehrlich gesagt. Aber sonst könnte man es trinken wegen den Kalorien halt. Aber ich vermeide, also ich esse zum Frühstück ein bisschen Kohlenhydrate und ab dem Frühstück lasse ich das nach, ehrlich gesagt. Da wird dann nur noch Eiweiß so gegessen. Wichtig ist ja nicht nur die Nahrung für den Boxer, sondern auch die Eingangsmusik. Ja? Es gibt ja so, es gibt schon bei vielen Profiboxern, die lange Zeit im Geschäft sind, erinnert man sich sehr oft an ihre Songs. Was für eine Eingangsmusik hast du eigentlich, Gökalp? Ich habe verschiedene gehabt, sag ich mal so. Ich bin mal mit Eye of the Tiger reingegangen, mal hatte ich also... Klassiker? Ja gut, also wie gesagt, und dann jetzt zum 23. Okay, das soll eine Überraschung werden, das, okay, sage ich jetzt nicht. Also wenn ich Boxer wäre, ich würde auch sofort mit Eye of the Tiger reinlaufen. Würde ich glatt machen. Das ist motiviert. Clap your hands to your body. Curtis Blue. Warte mal, woher kenne ich das? Curtis Blue. Ach so. Aber warte mal, du hast das immer gehabt, glaube ich, ne? Normal. Ja, dann ist es so wie, man muss ja, bei den Klischees ist es ja auch so. Es gibt immer diesen Song, bei dem weiß man das auch, genau, mal, jetzt kommen die. Und Mustafa Sander hat er auch mal gehabt. Du hast Mustafa Sander gehabt? Ja, der hat bei meiner Weltmeisterschaft in Berlin 2004 gesungen und Arabaswar. Und damit bist du reingefahren? Ja. Nee, ich bin reingelaufen. Ich wollte nicht reinfahren. Aber das ist ja eigentlich eine optimale PR-Aktion, ne? Wenn du auch noch mit dem Auto reinkommst. Ja, das stimmt, aber Auto hat mir an dem Tag keinen gefunden. nein, Spaß, also das war selbst Überraschung für mich gewesen. Erst sollte Tarkan kommen und der hat es doch nicht geschafft, weil er ein Konzert hat, da haben sie Mustafa Sander gefunden. Ja, und dann kam er und hat dann gesungen für mich, und Arabas zu warm. War das eigentlich dein erster WM-Kampf? Genau, den ersten WM-Kampf, ne? In Deutschland, genau. Davor habe ich in Amerika gemacht, 2001. Und dann den zweiten, dann 2004. Wann glaubst du, ist ein Kämpfer bereit für einen Titelkampf? Kann man das anhand der Kämpfe, der Anzahl der Kämpfe festlegen? Oder kann man auch sagen, du, der muss ja keine 50 Kämpfe hinter sich gebracht haben, sondern kann auch vielleicht nach 3 Kämpfen schon bereit sein? Nee, nach 3 Kämpfen wäre zu früh und ich muss ihn dann ins Feuer schicken, das wollen wir nicht. Er braucht noch ein bisschen Erfahrung. Das, was wir jetzt gemacht haben oder gebracht haben, die Gegner, die hat er natürlich bravlos gut überstanden, also ohne Probleme alle gut gewonnen. Es gibt natürlich, langsam wird es immer schwerer, das ist immer so bei jedem Boxer so gewesen. War auch bei uns genauso gewesen. Erst haben wir mal normal leichte Gegner bekommen, wo wir wissen, wir werden 100%ig gewinnen. 200% gibt es natürlich nicht, aber 100% hat gedacht, ich werde gewinnen. Und so ähnlich ist es bei denen auch. Natürlich kann ein Schlag entscheiden, also wenn er nicht aufpasst, wird er auf dem Boden sein, das ist ja normal, das ist überall so beim Sport, bei Kampfsporten. Und aber generell wissen wir ungefähr bis jetzt, welchen Gegner wir reinschicken, zu welchem Gegner er gut passt. Und dann noch stellen wir aber diesen Wochenende, also nächste Wochenende hat er wirklich einen sehr, sehr starken Gegner. Da, wo der erste harte Prüfstein ist und dann, danach wird er noch so eine harte Prüfstein bekommen, weil die Listen, also die Leute, die jetzt boxen, sind sehr hoch rangiert, also in der Liste. Und wo liegt denn der Gegner am 23.? Ist der gelistet? Oh, der ist gut gelistet. Welche war der nochmal? Also der ist ziemlich hoch, auf jeden Fall 4 oder 5 Stellen höher als er. Und wenn, bei wem? Bei welchem Verband? GBU und European Box. Und wir werden einfach sehen. Und wenn er ihn schlägt, dann kommt der nochmal zusätzlich nochmal richtig hoch. Und dann können wir ihn sehr oben platzieren. Dann wird er 1, 2, 3 Kämpfe noch oder 4 Kämpfe machen.
dann können wir langsam mal einen Titel boxen. Das heißt, erstmal so ein Interconti, WBC oder WBA, je nachdem. Oder, und dann gibt es ja auch jetzt den zweiten Verband für Europa, EBU und so. Jetzt gibt es ja die anderen Verbände, die zweiten Dings nochmal. Bevor du Europameister bist, machst du nochmal einen Kampf oder um einen Titel boxst. Dann boxen wir erstmal vielleicht erstmal Interconti und dann um die Europameisterschaft irgendwie so. Das ist ein zweiter Titel, den wollen wir uns holen und danach boxen wir um die Europameisterschaft. Dann vorne Mann, das hört sich schon alles sehr anstrengend an. Ja, es ist wirklich sehr anstrengend. Also wie gesagt, also, es sind sehr harte Trainingseinheiten da oder auch Gegner, die wir eben überwältigen müssen und dann, dass wir eben den Titel haben müssen. Mhm. Es geht ja nicht einfach. Es gab es nie sowas, dass man einfach von Himmel wartet, dass alles runterkommt. Geht nicht. Man muss dafür eben da hart arbeiten. Und er will auch unbedingt, er will nach oben und dann muss er auch eben die Konsequenzen tragen dafür, dass er eben hart arbeiten muss dafür. Leidet ein Trainer auch manchmal so am Ring mit? Ja, natürlich. Meinen ersten Kampf damals mit Cengiz Koç, wo ich als erster Trainer gemacht habe, ab der zweiten Runde könnte ich nicht mehr sprechen, weil ich zu laut geschrien habe. Und dann musste noch mein Mitarbeiter, also Errol Zeiland, der musste mal so gut wie möglich, was er verstanden hatte, immer übersetzen, ihn, wie er es zu schlagen hat. Wie gesagt, ich habe 2-3 Tage nicht mehr sprechen können. Und Gott sei Dank, bei denen ist es ein bisschen ruhiger, weil, wie gesagt, jetzt habe ich schon mich dran gewöhnt. Und davor war mein erster, also Trainerarbeit bei Cengiz Koç gewesen. Da war ich sehr motiviert und sehr überaktiv mit Bullen so gewesen. Und Gott sei Dank hat es gelegen jetzt. Ich würde gerne wissen, Gökalp, wenn man wenn man boxt und im Ring steht, ja, und der eigene Trainer steht in der Ecke, schreit und ruft, keine Ahnung, Jab und was auch immer, links, rechts, hört man das überhaupt? Ich meine, es schreien hunderte von Leuten in dieser Halle. Ja gut, also ich fixiere mich ja nur darauf, dass ich halt ihn höre. Weil ich weiß ja, wenn mein Vater dabei ist, meine Brüder dabei sind oder meine Freunde oder so, da schreit ja immer irgendeiner irgendwas rein. Hörst du das dann? Oder hörst du wirklich? Also das drumherum, also ich bin der Meinung, dass ich meinen Trainer schon höre, ehrlich gesagt. Also natürlich, vielleicht kann ich das nicht immer umsetzen, aber hören tut man das eigentlich. Und also wie gesagt, das doch, oder? Kommt drauf an, ob du die Befehle ausführst oder nicht. Ja, natürlich. Es wird manchmal mal schwer. Man kann nicht alle Befehle ausführen, aber er gibt sich wenigstens Mühe oder versucht so gut wie möglich alles zu machen. Weil, wie gesagt, ich will ja auch, ich bin ja nicht nur alleine im Ring. Okay, ich kämpfe zwar vielleicht alleine im Ring, aber so eine persönlich wie mein Trainer Oktay Urkal jetzt, den will man auch nicht, dass er enttäuscht von seinem Boxer ist, ehrlich gesagt. Ich kämpfe also für ihn ja auch mit, ehrlich gesagt. Und also kämpft man quasi für zwei Personen. Ja, auch an meine Manager, Errol Jaydan, die an mich geglaubt haben und die mir die Möglichkeit gegeben haben, überhaupt als Profiboxer boxen zu können. Das war ist schon, also da boxt man schon nicht alleine. Und der Vater ist mit da, die Brüder sind mit da. Man kämpft. Ich würde sagen, ich will eigentlich, nachdem ihr jetzt das alles erzählt habt, würde ich, wenn ich jetzt mir ein bisschen vorgestellt hätte, Boxer werden zu können, ich hätte jetzt keine Lust mehr. Wäre mir alles schon zu viel. Ich kämpfe meine ganze Familie, Freunde, Bekannte. Boah, ist mir das Boxen ist ja doch ein bisschen anstrengender als. Ihr habt auch eine Möglichkeit, live dabei zu sein am 23. Oktober. Evil Fight Night. Das Ganze in der Relocation. Karten könnt ihr natürlich bei uns gewinnen. Einfach anrufen. 01378 98 98 03. Registrieren lassen. Und wir melden uns natürlich umgehend bei euch. Und zu den Freikarten, Eintrittskarten, schenken wir euch natürlich auch nochmal Restaurantgutscheine. Ja? Ihr könnt dann mit der Begleitung auch gerne essen gehen for free. Auf Einladung von Oktay Urkal, der so lieb ist und die Gutscheine mitgebracht hat. Also ich glaube, das wird ein rundum gelungener Abend. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Und Boxen, ja, wir reden die ganze Zeit über Boxen. Jetzt werde ich schon von der linken Seite die ganze Zeit angegiftet. Das heißt hier, Bedo, mach mal Werbung für Boxen. Mache ich doch die ganze Zeit schon, weil ich gesagt habe, ich könnte das gerne. Ich bin auch 34. Ja, also ich glaube, bei mir, ben de ne turşu olur ne de lahana, cacık hiç olamaz. Ja, ne, bu böyledir. Wann sollte ein gesunder, junger Mensch mit Boxen eigentlich anfangen, Oktay? Gibt es noch so eine Grenze, Altersgrenze? Ja, natürlich, wenn man jung ist. Wenn man Erfolg haben will, natürlich muss man im jungen Alter boxen. Also wie gesagt, ich denke mir ab 12, 13, 14 ist schon ein gutes Alter, wo man dann so körperlich schon gut da ist. Und da könnte man schon anfangen zu boxen. Also, ich habe ein bisschen früh angefangen, ich weiß auch nicht warum, aber es hat so... Mit 10, das ist echt jung, ne? Wann hast du mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Mit 14 habe ich angefangen. Genau, das ist so ein richtiges Alter, ne? Ja.
Wenn man so viel Zeit mit Boxen verbringt, verbringt man auch so als Trainer und Schüler auch mal ein bisschen Freizeit miteinander oder konzentriert man sich dann schon auf Training, also Training eine Seite, Privatleben andere Seite? Ja, natürlich, also für ihn ja, weil wie gesagt, wir trainieren zweimal sehr hart und er muss nur Leistung bringen. Ist ja normal, dass man dann, wie gesagt, also seine Freizeit braucht und seine Erholungspause, also praktisch nach dem Sport, also nach der ersten Trainingseinheit, die trainieren anderthalb Stunden und da schwitzt man ohne Ende. Und dann muss man wieder das einzuholen. Also essen natürlich, trinken und natürlich Ruhe braucht man. Man kann ja nicht danach nach dem Training gleich links und rechts hin und her gehen. Dann ist man kaputt beim zweiten Training, dann versagt man sozusagen. Deswegen braucht man eben Mittagpause. Mhm. Anderthalb Stunden ungefähr. Also Oktay sagte gerade, Gökalp, zweimal die Woche trainierst du? Ja. Aktuell? Ist das immer zweimal im Jahr oder gibt es so auch Phasen, wo man jeden Tag, ich glaube, es gibt auch Phasen, wo man zweimal in der Woche, aber es gibt auch so Phasen, wo man zweimal am Tag. Am Tag, ja. Ach, das meine ich ja damit. Bim, kaum Unchen könnte ich dir. Wenn du ganz schön wenig das Training fürs Boxen. Du hast auch ein bisschen geboxt, glaube ich, ja? Mein Kopf ist so matschig geworden. Ich glaube, das liegt hier an den Temperaturen im Studio. Zweimal am Tag, jeweils wie lange? Je nachdem. Da gibt es keine. Das Training ist immer verschieden, ehrlich gesagt. Aber so im Schnitt ist es am Tag vielleicht 3 bis 4 Stunden, so sage ich mal. So ist es. Morgens sind wir um 9 in der Halle. Da trainieren wir bis zu 1,5 Stunden ungefähr. Und dann, also zur Zeit, ist, dann haben wir eine Ruhephase knapp von 3 bis 4 Stunden. Und dann haben wir das Sparring dann abends. Dann und das, also je nachdem, wie gesagt. Halt, ne? Und dann machen wir. Aber vor den Kämpfen oder kurz vor den Kämpfen minimiert man noch das Training ein bisschen, oder? Weil sonst hast du irgendwann echt keine Kraft mehr. Die letzte Woche wird hauptsächlich nur noch regeneriert. Ne? Also das ist jetzt so, dass es vielleicht, also Montag wird das dann vielleicht noch, also doch noch zweimal gemacht, das Training. Aber es wird immer weniger bis zum Kampftag halt. Ne? Mhm. Und dann ist am Freitag das Wiegen und ab Freitag passiert dann gar nichts mehr. Regenerieren heißt für einen Sportler was genau? Die Erholung, ne? Also das heißt, man geht spazieren, schläft jeden Tag oder? Nein, also ich sag mal so, das ist das Training, das wird, man, es ist ein aktives Training, also aktive Erholung beim Training, sag ich mal so. Man trainiert schon, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt richtig dabei schwitzen muss, sag ich mal. Man trainiert, aber es ist ein bisschen ruhiger als sonst. Wenn man sich über das Boxgeschehen allgemein unterhält, gibt es im Moment nur ein paar große Namen. Ja, glaubst du, dass sich das in den nächsten Jahren ein bisschen verändern wird? Weil ich habe das Gefühl gehabt, zum Beispiel das Mittelgewicht und Welter, dass das so die Gewichtsklassen, die immer mehr an also immer wichtiger werden, vor allem auch immer mehr an Popularität gewinnen. Ja, natürlich, weil die Aktion bei dem Mittelgewicht oder überhaupt die leichteren sieht natürlich interessant aus. Also die kämpfen bis zuletzt bei den Schwergewichtern, da sieht alles so. Sind dicke Leute, große Leute, aber die nicht eben viel machen, also nicht viel schlagen, so wie in Leichtgewichtsklassen. In Leichtgewichtsklassen schlagen sie noch um sich, um zu gewinnen und natürlich im Schwergewicht genauso, aber alles in der Zeitlupe sozusagen. Deswegen ist es nicht mehr so interessant wie in den unteren Gewichtsklassen, meines Erachtens. Also ich gucke gerne lieber Leichtgewichtsklassen an, anstatt so einen Schwergewichtskampf. Es gibt natürlich auch sehr gute Schwergewichtskämpfe auch, natürlich. Aber generell sind die unteren Gewichtsklassen besser. Und vor allem schneller, ne? Genau, schneller und besser, finde ich. Ich glaube, das ist der Spaß beim Boxen. Wir kommen langsam zum Ende unserer Sendung. Deshalb muss ich mal kurz hier links rübergreifen. Und zwar zu unserem Gästebuch. Ja? Ich würde mich nämlich freuen, wenn ihr euch bei mir verewigen könnt. Ich glaube, Oktay haben wir noch im alten Buch. Jetzt nicht mehr im neuen. Im alten bist du noch dabei. Ich reiche dir das einfach mal rüber. Okay. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wünsche euch beiden natürlich viel Glück, viel Erfolg. Am kommenden Samstag und unseren Zuschauern möchte ich natürlich mit auf den Weg geben, weiterhin anrufen. Ja, die Karten könnt ihr auf jeden Fall alle gewinnen. Unsere Geschenkgutscheine von der Madeira haben wir auch. Die hat der Oktay Urkal selber mitgebracht. Und wenn ihr euch für Boxen interessiert, seid dabei. Genießt einfach den Abend mit uns gemeinsam in der Relocation. Das Ganze im Anton-Reh-Weg 50. Und am 3.